Heute ist der berühmte Schwarze Freitag und damit der Tag im Jahr, an dem wir alle viel zu viel Geld aus dem Fenster rausschmeißen. Sebastian hat euch ja schon die besten Angebote von Waschguru, von Amazon gezeigt. Meine Aufgabe wird es wie immer sein, euch auf ein bisschen die exotischeren Dinge aus England hinzuweisen. Und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Macht eure Geldbörse, macht eure Kreditkarte bereit, weil die wird jetzt dann gleich rauchen. Wir fangen mit der aus meiner Sicht dieses Jahr geilsten Black Friday Aktion an und die betrifft Ava Hochdruckreiniger. Ihr seht, ich habe hier schon einige stehen. Das hat den Grund, dass demnächst ein paar Testvideos zu den Geräten kommen. Ich durfte schon ein bisschen rumspielen mit denen und ich kann euch zumindest schon mal sagen, allzu viel möchte ich nicht vorwegnehmen. Sie sind mindestens gleich gut wie die Kercher, tendenziell vielleicht sogar ein bisschen besser. Der Riesenvorteil bei Ava ist, falls ihr bisher einen Kercher hattet, das war bei mir der Fall, der alte hat jetzt so langsam seinen Geist aufgegeben, ist, die Anschlüsse, die Ava verwendet, sind die gleichen wie bei Kercher. Das heißt, ihr könnt euer ganzes Zubehör, die Schaumlanzen und so weiter auch weiterhin verwenden. Wie gesagt, ich nehme nicht allzu viel vorweg, aber ihr kriegt hier schon verdammt gute Hochdruckreiniger. Jetzt das Coolste an der ganzen Aktion. Zum Black Friday hat Ava 40% Rabatt rausgehaut und ihr könnt es euch direkt über Amazon bestellen. Wir verlinken euch die Dinger direkt hier unter dem Video. Wie gesagt, 40% Rabatt, mega Aktion. Und deswegen würde ich sagen, falls ihr gerade auf der Suche nach einem Hochdruckreiniger seid, schaut euch doch die mal an. Dann, ihr wisst es ja mittlerweile, einer meiner Lieblingswachshersteller aus England, Waxplanet. Waxplanet haut zum Black Friday 30% Rabatt raus und hier möchte ich euch vor allem halt die Wachse ans Herz legen. Das Simplicity aus meiner Sicht wirklich eines der besten Einsteigerwachse, das ihr euch holen könnt. Und bei den ein bisschen teureren, ganz klar mein oder einer meiner Favoriten, das Solarized. Aber Waxplanet hat auch sehr, sehr gute andere Produkte im Angebot. Flüssigwachse wie das Maracana, Polymerversiegelungen wie das Lock and Load oder auch eine Nassversiegelung wie hier das Shell Shock funktionieren sehr, sehr, sehr gut. Der Snow Foam 8 Below, das ist ein alkalischer. Der 7 Below wäre der pH-neutrale. Und auch das Lava Shampoo hier übrigens absolut hervorragende, extrem hochkonzentrierte Produkte. Und wie gesagt, 30% Rabatt. Schaut euch das mal an. Ihr wisst es ja mittlerweile, ich habe es oft genug wiederholt, HB Source für mich einer der besten Wachsmacher, die es überhaupt gibt. Einer meiner Favoriten nach wie vor das Banana Cortado, weil der Geruch nach Bananensplit einfach unfassbar ist. HB Source hat aber auch andere sehr spannende Produkte im Angebot. Shampoos jetzt neu in Foam und noch ein höher konzentriertes Shampoo, Quick Detailer, Innenraumreiniger, die Reifenpflege, könnt ihr euch alles anschauen. Alle werden etwas ganz Besonderes sein, wenn ihr es verwendet. Ihr werdet das Gefühl haben, dass ihr ein sehr spezielles Produkt verwendet. Und zum Black Friday haut HB Source 15% Rabatt raus. Ein pastöses Wachs hat Yamcast zwar noch nicht im Angebot, aber dafür ein flüssiges. Ich gehe aber stark davon aus, da kommt in Zukunft noch was. Yamcast, relativ junge Marke aus England, vor allem mit einem unfassbar schönen Flaschendesign. Auch die Produkte, die Farben, die Konsistenzen, die Gerüche einmal mehr. Unglaublich angenehm. Was ich hier habe, ist Flüssigwachs, Shampoo, Foam, Quick Detailer, keramische Sprühversiegelung, Reifenpflege und so weiter. Aber auch diese unfassbar schönen Wascheimer, die ihr im Set mit Gamma-Seal-Deckel und farblich dazu passendem goldenen Gridguard kaufen könnt. Definitiv etwas Besonderes, wenn ihr euch sagt, ihr wollt nicht die Standardwascheimer haben. Und zum Black Friday haut Yamcast bis zu 50% raus, liefern auch nach Deutschland, hat bei mir problemlos funktioniert. ODK ist zusammen mit Waxplanet und HB Source aus meiner Sicht wirklich einer der besten Wachshersteller. Ich nenne die drei auch gerne die Big Three aus England. Was ich euch hier definitiv empfehlen kann, das was ich euch oft empfehle, ODK Envious. Wenn ihr ein schönes Allrounder-Showwachs sucht, dann wäre es das ODK Concours. Der Mango-Geruch, der hier drin ist, ist unfassbar. Ich verspreche euch, euch wird es von den Beinen hauen, wenn ihr das zum ersten Mal riecht. Und auch mein Geheimtipp für alle, die nach einem Wachs für weiße Lacke suchen, ODK Echo, auch hier atemberaubender Geruch, aber auch das Felgenwachs, das Momentum funktioniert sehr gut, aus meiner Sicht bessere Alternative zum Swisswax Autobahn. Aber auch ODK ist jemand, der hat durchaus auch noch mehr Tricks up its sleeve.
Wenn es um Flüssigkeiten geht, die Reifenpflege, die habe ich schon probiert, funktioniert sehr gut. Shampoo, Gleitmittel, Foam, alles sehr, sehr schöne Produkte. Und ODK haut zum Black Friday 20% für euch raus. Auch Wax Addict ist ein Wachshersteller. Wax Addict lässt sich zu jedem Black Friday was Besonderes einfallen. Letztes Jahr waren die Wachse zwar alle gleich und waren pink bzw. lila in der Farbe und hatten einen zimtartigen Geruch. Dafür hatten sie wunderschöne, ja, ich würde mal sagen, militärartig, camouflageartig designte Deckel drauf, die schon sehr besonders waren und auch was hergemacht haben. Dieses Jahr hat er sich ein bisschen mehr einfallen lassen und hat Wachse gebraut, die Farbverläufe drin haben. Ich blende euch ein paar Bilder ein. Teilweise sehen die wirklich spektakulär gut aus und bis zu 50% Rabatt zum Black Friday. Das Teil hier kennt ihr ja schon. Der T800 vom schottischen Hersteller BMD oder Blackmagic Detail, da ist auch effektiv Wachs drin, nicht dass ihr meint. Auch BMD haut zum Black Friday zwischen 30% und 40% auf seine Wachse raus, auf diese ganz, ganz besonderen Pots, wie jetzt hier den Terminator-Schädel, und dann haben sie noch welche, die sind aus Holz oder aus Aluminium gemacht. Die sehen dann zum Beispiel aus wie Kolben aus einem Motorraum, da gibt es immer ein bisschen weniger, aber auf die anderen Wachse, wie gesagt, zwischen 30% und 40%, jetzt zum Black Friday. 26JPN kommt nicht, wie der Name vermuten lassen würde, aus Japan, sondern ist auch wieder eine englische Marke, relativ vielversprechend. Ich habe noch nicht alles versucht, aber der Foam, den hatten wir ja schon mal in einem Update-Video, als der Andi zu Gast war, und der hat in der Gloria FM10 wirklich, wirklich gut funktioniert. Foam und Shampoo riechen übrigens angenehm nach Apfel, sind beide hochkonzentriert, funktionieren wirklich, wirklich gut. Die Reifenpflege hat mich sehr überrascht, Einzelvideo kommt noch, wirklich ein gutes Produkt. Die Nassversiegelung habe ich noch nicht versucht, aber auch hier kriegt ihr zum Black Friday ordentliche Rabatte. Auch da kann es sich mal lohnen reinzuschauen, und die sind sogar bei Amazon verfügbar. Detail Bug begeistert mich immer mehr und hat mich auch effektiv in letzter Zeit stark überrascht. Snow Foam extrem gut. Gleiches gilt fürs Shampoo. Hochkonzentriert, nicht extrem hochkonzentriert. Man braucht hier seine 15 bis 20 Milliliter auf einem Waschheimer, aber immerhin und immer noch im Vergleich zu einem Sonax Auto Shampoo immer noch sehr hochkonzentriert. Der Foam riecht nach nichts, relativ chemisch, aufpassen. Das Shampoo hingegen, unfassbar gut nach Süßigkeiten. Die Nassversiegelung und den Quick Detailer habe ich noch nicht ausprobiert. Und bei den Wachsen ist mein persönlicher Favorit ganz klar das Hybrid, weil das weder das Magnetize noch das Firefly haben mich bisher hundertprozentig überzeugt. Und ihr könnt euch diese Wachse auch noch in einer custom-mäßigen Farbe, Geruch bestellen, sogar mit mehreren Gerüchen und mehreren Farben gemischt. Das kostet nur ein kleines bisschen mehr. Und Detail Bug haut jetzt zum Black Friday, sage und schreibe, bis zu 50% raus. Dann für alle Freunde der besonderen, ausgeprägten und angenehmen Gerüche, Dunkin' Biscuit. Auch hier kriegt ihr ordentlich Rabatt zum Black Friday. Reifenpflege kommt ein Einzeltestvideo. Shampoo kann ich euch sagen, funktioniert hervorragend, vor allem für alle, die auf der Suche nach Shampoos sind, die einen sehr guten Gleitfilm erzeugen. Snow Foam habe ich noch nicht ausprobiert, aber auch sowas wie hier das Show Wax. Ihr dürft hier nicht erwarten, dass das nächste Standzeitwunder wird, aber Beading funktioniert, Auftrag ungemein angenehm und es riecht absolut betörend nach einem Zitronenkuchen. Also auch hier definitiv was, wenn ihr was Besonderes sucht. Nächste relativ neue, junge, unbekannte Marke aus England, Amplify. Auch hier wieder volles Sortiment, Snow Foam, Shampoo, Quick Detailer, Nassversiegelung, Sprühversiegelung, alles vorhanden, inklusive diesen keramischen Wachs. Was ich nur einmal bisher ganz kurz angetestet habe, funktioniert, erzeugt ein schönes Beading, Verarbeitung einfach, ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, das ist ein herausragendes Produkt. Aber auch hier wieder, wenn ihr es zum Black Friday bekommt und wenn ihr was haben möchtet, was nicht jeder hat, was ein bisschen was Besonderes ist, dann könnt ihr euch auch diese Sachen durchaus anschauen. Auch bei Bouncers gibt es traditionell zum Black Friday immer sehr, sehr attraktive Angebote. Bouncers war für mich lange eine Marke, da ist nicht mehr viel passiert. Die hatten ihre Standardprodukte, die alle gut waren und gut funktioniert haben. Gerade wenn ich ans Slick Mick denke, eins der ersten wirklich hochkonzentrierten Shampoos. Ich habe hier nur die Banana Edition aus dem letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich. Deswegen werde ich dieses Jahr sicher beim Standard Slick Mick nochmal zuschlagen. Oder der Dun & Dusted, aus meiner Sicht immer noch einer der
besten Quick-Detailer, die es gibt, weil er so ausgewogene Eigenschaften mitbringt. Er bringt Hydrophobie, nicht die beste. Er bringt Lackauffrischung, Abdunkelung, nicht die beste. Er ist einfach zu verarbeiten. Er kostet nicht allzu viel. Also der nach wie vor für mich so ein bisschen Highlight. Was mich überrascht hat, war der Snow Foam, der It's All White. Der funktioniert sehr gut, riecht auch extrem angenehm. Auch die Nassversiegelung, der Beet Juice, nicht ganz auf dem Niveau von dem Gian Wet Coat da oben, aber trotzdem kommt sehr, sehr nahe ran. Wenn ihr es zum Black Friday günstig kriegt, dann cool. Und jetzt kommen wir eben zum neuen, was sich da ein bisschen entwickelt. Das hat so fast mit dem HSF, dem Hydrophobic Snow Foam, also einen Snow Foam mit Versiegelungsanteil, ähnlich wie es Koch Remy Protector Wax oder das neue Produkt von Sonax, angefangen, wo jetzt eine sehr vielversprechende Felgenversiegelung kommt, wo ein Topping-Produkt für Keramikversiegelungen kommt, wo man sich also einiges versprechen kann und dann auch der Bouncers Dun & Dusted SI, SI Edition. Für mich, wenn ihr jemand seid, der bei einem Quick-Detailer oder bei einer Sprühversiegelung, Sprühwachs, wie auch immer ihr es nennen wollt, darauf achtet, dass es eine extreme Lackglätte erzeugt und auch ein bisschen füllende Eigenschaften mitbringt, sodass man dann von Glanz sprechen kann, dann ist das ein wirklich, wirklich gutes, einfach anzuwendendes Produkt. Ist für mich definitiv auf einer Ebene mit dem Aenso Gleam oder dem Wowos Showstopper. Also das wäre hier eine schöne Alternative. Bei den Wachsen muss ich sagen, wird oft leider vergessen, dass das Bouncers Vanilla Ice ein wirklich gutes Wachs ist, auch wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, was gerade für helle, für weiße Lacke wirklich gut funktioniert. Das Capture the Rapture ist ein hervorragendes Showwax. Auch das, beide riechen unglaublich angenehm. Oder auch sowas Cooles wie das Onesie, was eine Wachsdose ist, inklusive im Deckel integrierten Auftragepad, was hier perfekt reinpasst, was auch hier wieder sehr einfach ist, ein perfektes Einsteigerwachs ist. Also auch da, bei Bouncers lohnt es sich definitiv beim Black Friday reinzuschauen, weil hier gibt es schon ein paar sehr, sehr coole Produkte. Auch Duel, relativ neue, junge Marke aus England, werdet ihr demnächst in einem Update-Video zu sehen bekommen. Die Rede ist vom Shampoo. Beim Shampoo muss ich wirklich sagen, geiles Zeug. Riecht sehr, sehr, sehr speziell, sehr angenehm. Ich habe es noch nicht hundertprozentig identifiziert, geht in so einen minzeartigen Meeresfrische-Bereich rein. Aber was entscheidend ist, extrem hoch konzentriert, selbst beim harten Wasser, das wir hier in der Waschhalle haben, haben hier die 15 Milliliter, die angegeben sind, auf 20 Liter mehr als gereicht, um wirklich einen schönen Gleitfilm zu erzeugen. Also auch hier wieder Sebastian Nee aus unserer Community-Gruppe. Ich weiß, du bist so jemand, der sich immer über Shampoos freut, die einen schönen Gleitfilm erzeugen. Das hier könnte eine Alternative für sich sein. Die anderen Sachen, seht ihr schon, habe ich bisher nur ganz kurz angetestet. Zur Reifenpflege kommt definitiv noch ein separates Video. Den Reifenreiniger werde ich mir noch anschauen, die anderen Sachen auch. Aber hier muss ich wirklich sagen, sieht auf den ersten Blick von der reinen Leistung her vielversprechend aus. Alle Produkte sind sehr schön präsentiert, riechen angenehm. Also auch das definitiv etwas, was ihr euch anschauen könnt. Hier zum Black Friday 20% oder sogar noch mehr. Immaculate Reflections habe ich euch ja schon öfter mal vorgestellt. Hier muss man ganz klar sagen, das sind nicht die Produkte, die euch von ihrer Performance her weghauen werden. Das ganz klar nicht, aber es sind aus meiner Sicht die mitunter bestriechendsten Autopflegeprodukte, die es gibt. Jedes einzelne hier. Das doch sehr gut funktionierende Shampoo, hier Ausnahme, das ist sehr hochkonzentriert. Sehr schöner Gleitfilm, der erzeugt wird. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Aber Innenraum, Kunststoffpflege, Kokosnuss, Quick Detailer Kokosnuss, den gibt es noch in zig anderen Gerüchen. Einer der wirklich bestriechendsten Snowfoams, die ich je versucht habe, der Foam Bananas hier. Der schäumt auch relativ gut, Reinigungsleistung. Und dann auch hier wieder noch ein anderer Quick Detailer. Für die Wachse gilt das Gleiche, nicht die Best-Performancen, aber vom Geruch her. Und wenn ihr jemand seid, der was Besonderes haben möchte, dem es egal ist, wenn es jetzt halt mal nicht hundertprozentig perfekt abperlt oder nicht mehrere Monate hält, dann sind das wirklich Sachen, die ihr euch anschauen und holen könnt, gerade zum Black Friday, weil auch hier kriegt ihr in der Regel zwischen 20% und 30% auf alles. Als nächstes schauen wir uns Sienna Gloss an. Nicht die Marke mit den Produkten, die durchgehend am besten performen, aber das Wachs, das Fantastisk zum Beispiel, für mich die moderne Variante vom Dodo Juice Rainforest Rub, in dieser wirklich wunderschönen Box daherkommt und auch wirklich ein sehr, sehr schönes Allrounder-Wachs. Und die Reifenpflege namens Gummi, kommt ein Einzelvideo, funktioniert sehr, sehr, sehr gut, sehr schönes, natürliches, seidenmattes Finish, also die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Dann eine Kategorie vom Produkt,
bei der ich nicht wirklich ein Fan bin, ein High-Gloss Carwash, also so ein Glanzverstärker-Shampoo, aber nur weil ich kein Fan bin, muss ja das nicht heißen, dass sie nicht doch ihre Berechtigung und ihre Fans haben. Auch den Snow Foam, der relativ gut funktioniert, wenn ihr eher jemand seid, der auf Reinigungsleistung bei der Vorwäsche steht, dann wäre der First Citrus Pre-Cleaner etwas. Der Quick Detailer ist halt wirklich einer, der ist ein reiner Quick Detailer, der reinigt, der hinterlässt nicht wirklich irgendeine Art von Versiegelung und auch die Sprühversiegelung namens Perla, auch wenn hier Perla draufsteht und auf ein ausgeprägtes Beading schließen lässt, bisher habe ich es noch nicht wirklich festgestellt. Und dann für meine Leidensgenossen mit einem Mattlack, weil das ist ja auch nicht immer einfach, Produkte zu finden, haben sie zum Beispiel den Merck Quick Detailer und das Matta Car Shampoo, was sie halt auch haben, weil das normale Shampoo die Glanzverstärker drin hat, funktionieren auch sehr gut. Und zum Black Friday haben die sehr, sehr, sehr spannende, sehr attraktive Set-Angebote und auch eine sehr, sehr schöne, sehr gut aussehende, sehr praktische Detailing-Tasche. Und all das könnt ihr euch auch bei Stiana Gloss mal anschauen. Dann für mich eine der vielversprechendsten Marken aus England namens Autobeat. Weil von der Performance her scheinen die hier wirklich auch teilweise Sachen auf den Markt zu bringen, die sehr, sehr gut funktionieren. Gerade im Bereich der Keramikversiegelungen haben sie sehr spannende Produkte, gerade für Endanwender und aber auch professionelle Detailer, die Autos draußen vor der Tür des Kunden aufbereiten. Das ist was, was, glaube ich, in England vor allem sehr verbreitet, sehr beliebt ist, bei uns in Deutschland weniger, aber durch das sind die Keramikversiegelungen mit einer Eigenschaft ausgestattet, die sie besonders machen. Sie lüften sehr, sehr schnell und rasch ab und dürfen dann auch relativ schnell wieder nass werden. Das heißt, für eine Einsteigerkeramik wäre das vielleicht durchaus eine Variante, um zu sehen. Auch das Keramikwachs, das sie hier haben, funktioniert wirklich schön, einfach und trotzdem eine vernünftige Standzeit, ein schönes Beading. Die Sprühversiegelung nicht mit dem besten Beading gesegnet. Das heißt, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, aber auch das werde ich mir für euch noch anschauen. Sie haben ein sehr hochkonzentriertes Shampoo, 2300:1. Also das werde ich mir jetzt zum Black Friday definitiv bei Ihnen holen und für euch auch anschauen, weil Autobeat haut hier 40% zum Black Friday raus. Dann eine der größten, bekanntesten Marken aus England, Autofinesse. Hier muss man ganz klar aufpassen und differenzieren. Einige Produkte und tendenziell kann man sagen, die Versiegelungsprodukte eher nicht so gut. Der finale Quick Detailer zum Beispiel dunkelt zwar sehr schön ab, erzeugt aber tendenziell sehr, sehr starke Schlieren. Wenn man nicht aufpasst, da finde ich persönlich den Angel Wax QED ein kleines bisschen besser. Auch die Sprühversiegelung oder das Sprühwachs, synthetisches Sprühwachs Glisten. Schön ist, man kann es für Mattlack anwenden, weil es nicht wirklich viel macht, aber da liegt das Problem, es macht nicht wirklich viel. Hydrophobie, Abdunkelung, alles eher weniger ausgeprägt. Einfach anzuwenden und angenehm riechen tut's, aber das ist halt leider auch nicht immer alles. Bisschen vielversprechender sind die neuen Ceramic-Sachen. Da gibt es zum Beispiel sowas wie einen keramischen Foam, also einen Versiegelungsfoam, werden wir uns für euch anschauen. Bei den Wachsen muss ich euch ganz klar sagen, aus meiner Sicht für das, was sie können, definitiv zu teuer. Aber dann gibt es doch ein, zwei Produkte, die ich euch ganz klar ans Herz legen kann und die auch sehr, sehr gut funktionieren. Das ist der Avalanche Snow Foam, der reinigt auch wirklich gut. Schäumt gut, riecht angenehm, gibt es auch in mehreren Duftvarianten, inklusive meinem ganz klaren Favoriten, dem Toffee, also dem Karamell Snow Foam. Ich kann euch sagen, wenn ihr da ein Auto in der Waschhalle damit einschäumt, ihr werdet das nie mehr vergessen. Wassermelone gibt es auch, Birne gibt es, glaube ich, Kirsche gibt es, also das ist definitiv eine Empfehlung wert. Das Lather, das gute alte Shampoo, ist nicht das höchst konzentrierte auf dem Markt, aber ist immer noch höher konzentriert, als es zum Beispiel ein Sonax Auto Shampoo ist, hat eine sehr angenehme, relativ dickflüssige, gelartige Konsistenz. Auch hier gibt es wieder und eigentlich immer bei Autofinesse verschiedene Düfte. Also auch das kann ich euch ganz klar und definitiv ans Herz legen. Und für mich überraschend, Einzelvideo kommt, Reifenpflege Satin. Wenn ihr ein schönes, mattes Finish auf eurem Reifen wollt, das trotzdem schön abdunkelt und auch noch angenehm riecht, Satin könnt ihr euch ganz klar und definitiv anschauen. Also Autofinesse, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, was ihr euch da holt. Schaut auch nochmal bei uns in der Community-Gruppe vorbei, stellt dort Fragen, was die Erfahrungen der anderen Mitglieder hier sind. Aber bis zu 50% bei ausgewählten Produkten, also auch hier kann es sich durchaus lohnen. Auch der Versand übrigens funktioniert absolut problemlos nach Deutschland.
Dann für mich eine der innovativsten Marken aus England, Infinity UX, die jetzt so langsam aber sicher auch anfangen, hier in Zentraleuropa Fuß zu fassen. Hier kann ich euch wirklich einige Produkte empfehlen. Der Rapid Detailer hier in der normalen Variante, in Blau gibt es ihn auch noch, haben einfach nur andere Farben, andere Düfte. Mit dem Bouncers Dun & Dusted zusammen für mich der beste Quick Detailer aus einer Allrounder-Sicht. Der QDX, das müsste der sein, genau, der geht dann ein bisschen mehr Richtung Standzeit und Beading. Der QDX Graphene, den hatte Sebastian ja schon für euch im Test. Gerade im Bereich Graphene ist Infinity UX wirklich vorne dabei, wenn es um die Entwicklung geht und ist da auch so ein bisschen in einem Kampf mit Easy Detailing. Das schauen wir uns dann nachher gleich an. Der Rapid Detailer in der Limited Edition, das ist dieser hellgrüne hier, schaut euch den unbedingt an. Atemberaubendes Zeug, wirklich. Genauso das gleiche gilt fürs Turbo 6, eins der besten Flüssigwachse aus meiner Sicht. Die Nassversiegelung Express Sealant funktioniert auch hervorragend. Die Reifenpflege, das Tire Gel, das ist dieses rote hier. Dann gibt es noch eine lilane Variante, die ist eher matt. Das hier wäre eher glänzend. Und Geheimtipp, auch aus meiner Sicht, langanhaltender als es das Meguiar's Endurance oder das Sonax Reifenglanzgel ist. Also auch da wieder eine Empfehlung, riecht auch sehr angenehm nach Erdbeeren, hier sind es Bananen. Und auch die Wachse habe ich euch an der einen oder anderen Stelle schon vorgestellt. Das Synergy als synthetisches keramisches Wachs, als echtes keramisches Wachs, in dem Sinn mit atemberaubender Hydrophobie und Standzeit. Das Supergloss Plus als Allrounder, das Optik als Showwax. Da sind ganz klar Sachen dabei, die kann ich euch ruhigen Gewissens ans Herz legen von der Performance-Sichtweise. Und ihr kriegt bei Infinity UX in England zum Black Friday bis zu 50%. Also das könnte sich definitiv lohnen. Fast vergessen, aber es war mir zu wichtig, ich wollte es euch nochmal zeigen, das Pure Shampoo extrem hochkonzentriert, reines Shampoo ohne irgendwelche Zusätze. Aus meiner Sicht eins der besten in dieser Kategorie. Und der Power Foam, alkalischer Foam, der eher in so einem Bereich von einem Vorreiniger geht, aber extrem lange auf dem Auto hält, sehr gut reinigt, sehr hochkonzentriert ist, ihr braucht hier wenig, also auch das hier, beides Produkte, die in ihren jeweiligen Kategorien mit dem Besten auf dem Markt mithalten können. Wowos haut zum Black Friday bis zu 60% raus, ein extremer Rabatt. Das ist gut, was nicht ganz so gut ist, ist, dass ich nach wie vor ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Wowos habe. Manche Produkte funktionieren richtig gut. Die beiden Wachse zum Beispiel finde ich durchaus gut, aber die sind tendenziell zum Standardpreis ein bisschen zu teuer. Mit 60% Rabatt sage ich, ja, kann man sich definitiv anschauen. Das Flüssigwachs, das Hot Wax, funktioniert relativ gut. Das Hydrobead, die Nassversiegelung, hat mich überrascht. Die ist wirklich gar nicht so schlecht. Nicht ganz auf G- und Wetcoat-Niveau, aber trotzdem gut und besser als vieles andere, was wir gesehen haben. Dann muss ich aber auf der anderen Seite sagen, Reifenpflege hat mich nicht wirklich überzeugt. Der Showstopper, habt ihr das lange Testvideo gesehen? Der Quick Detailer, das gleiche. Das Shampoo und der Foam, da muss ich sagen, man kann nicht wirklich sagen, sie sind schlecht. Man kann aber auch nicht wirklich sagen, dass sie gut sind. Beide machen das, was sie sollen, aber sind jetzt aus meiner Sicht keine Highlights. Und das, was ich noch nicht probiert habe, wo ich mich aber drauf freue, weil das durchaus gute Kritiken bisher hatte, ist das Crystal Sealant. Aber so wisst ihr ein bisschen, wie ihr Wowos einordnen könnt. Aber wie immer gilt, testet die Sachen selbst. Vielleicht funktionieren sie für euch und mit euch und bei euch ja ein bisschen besser. Wie gesagt, Black Friday 60%. Dann laufen wir hier jetzt mal noch ein bisschen an meinem neuen Quick Detailer Regal vorbei. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere, wo mir was einfällt. Angel Wax hat definitiv noch ein Black Friday Angebot parat. Der QED, sehr, sehr schön funktionierender Quick Detailer, wenn ihr auf Abdunkelung, wenn ihr auf Lackglätte steht. Auch einige der Wachse funktionieren hier sehr gut. Das Shampoo funktioniert hervorragend. Der Foam, den hatte Sebastian auch schon im Angebot. Das könnt ihr euch also sicher mal anschauen. KKD, auch wieder englische Marke, vor allem im Bereich der Keramikversiegelungen stark. Auch die haben Black Friday Angebote, lohnt sich auch reinzuschauen. Mitchell & King, glaube ich 30-35%, teilweise auf einzelne Produkte sogar mehr. Vor allem bei den Wachsen sehr, sehr ein großes Angebot und Sortiment. Sam will auch mitmachen offensichtlich. Autobright, leider nein, die hatten und die haben das eigentlich jedes Jahr vor dem Black Friday schon einen ganzen Monat lang einen mega riesen Sale. Das heißt, hier kriegt ihr aktuell, glaube ich, nichts wirklich günstiger. Yamcars habe ich euch erzählt, Dunkin' Biscuit habe ich euch erzählt. Easy ist jetzt nichts Besonderes, weil die eigentlich das ganze Jahr über Rabatte und Aktionen haben, aber auch hier jetzt zum Black Friday bis zu 75%, aber wie gesagt,
ist bei denen nicht wirklich was Besonderes. Autoglanz hat ein paar Angebote, Dodo Juice eigentlich auch jedes Jahr bis zu 30%, die ihr da kriegt. Carbon Collective, werde ich euch nachher noch was dazu sagen, kriegt ihr vor allem in den einzelnen Shops sehr, sehr, sehr günstig. Und dann zu Infinity Wax, zu WoWos, zu Wax Planet, in dem Sinn habe ich euch, glaube ich, die wichtigsten Aktionen genannt. Dann noch ein, zwei weitere Marken, die für euch spannend sein könnten. Detail Freaks, auch etwa erst seit einem halben, vielleicht seit einem Jahr dabei, haben ein überdurchschnittlich gutes Keramikwachs, funktioniert wirklich, wirklich gut, auch für einen sehr, sehr vernünftigen Preis und haben das sehr gute, sehr hochkonzentrierte Supreme Satz Shampoo, von dem es ja die Whisky-Variante gibt, die ihr so mögt, zum Black Friday nur 5 Pfund. Also das könnte für euch definitiv spannend sein. Dann musste ich mir ein paar Sachen aufschreiben, weil das kann ich mir unmöglich alles merken für euch. FeinLab, definitiv spannend für euch, wenn ihr Richtung Keramikversiegelungen mal was anderes, was Neues ausprobieren wollt. Carchem, deswegen spannend, weil Carchem einer der größten, einer der bekanntesten White-Label-Hersteller ist. Das heißt, da kriegt ihr bis zu 70% und ihr kriegt wahrscheinlich die gleichen Produkte, die andere Hersteller euch auch anbieten. Dann noch, Chase Wax haut ordentlich Rabatte raus zum Black Friday. Da gibt es ein paar sehr, sehr gute, sehr spannende Wachse, vor allem das Ceramic Wax. Mad Cow, habe ich gemischte Erfahrungen gemacht, könnt ihr euch aber mal anschauen. Extrem attraktive Rabatte zum Black Friday. Polishing Picks kenne ich noch nicht, habe ich entdeckt, habe ich mir selbst was bestellt jetzt zum Black Friday. Detail Kitchen, auch da das Gleiche, habe ich bisher noch keine Erfahrungen gemacht. Ich liste euch noch ein paar mehr auf, aber wie gesagt, das sind alles Marken, die sind so neu, die sind so klein oder unbekannt, die habe ich auch noch nicht probiert. Da werde ich mir vielleicht das eine oder andere bestellen und dann kann ich euch nächstes Jahr zum Black Friday vielleicht mehr dazu erzählen, aber ich wollte sie für euch trotzdem noch kurz genannt haben. Dann möchte ich euch zum Schluss noch ein paar Shops empfehlen in England, bei denen ich regelmäßig bestelle, in Bezug auf die ich weiß, dass der Versand nach Deutschland problemlos und rasch funktioniert. Allen voran County Detailing Supplies, die hauen zum Black Friday zwischen 10% und 15% in der Regel raus, aber die haben ein riesiges Sortiment von Marken, die ich euch oft empfehle. Allen voran, ich glaube, das ist für viele von euch das Wichtigste, diese wunderschönen Wascheimer von Carbon Collective zum Beispiel. Sie haben aber auch diese unfassbar schön verpackten Sachen von Revive. Leistung schauen wir uns in einem späteren Video noch an. Sie haben Simple Wax, das fast schon legendäre Shampoo in England zumindest, das Simple Wax Satz, das Amor in der pastösen oder in der ganz neuen flüssigen Variante, ein saugeiles Flüssigwachs übrigens. Sie haben ODK, sie haben Wax Junkies, sie haben Angel Wax, sie haben Garage Therapy, ganz, ganz viele coole, auch kleine Marken, die es da gibt und wie gesagt zum Black Friday 10% bis 15%. Da lohnt es sich für euch definitiv mal reinzuschauen. Neben County Detailing Supplies, wo ihr übrigens mit dem Rabattcode GERMANY10, den ich für euch rausgehandelt habe, auch das ganze Jahr über 10% Rabatt bekommt, wollte ich noch ein, zwei andere Shops nennen. Clean Your Car hat 15% und auf manche Marken dort sogar noch ein bisschen mehr. Dort kriegt ihr unter anderem zum Beispiel Alchemy, da werde ich mir einige Sachen bestellen, um da für euch noch ein bisschen mehr zu testen. Ultimate Finish, auch da kriegt ihr 15%. Der hat preislich gesehen ein bisschen gehobenere Sachen im Angebot. Interessanterweise auch Polish Angel, das heißt auch auf Polish Angel kriegt ihr dort 15%. Aber auch Swiss Wax, Kamikaze sind dort im Sortiment dabei. Unter anderem auch dieser geniale Stützteller für die Rupes LHR 15. Das heißt, da könnt ihr auch mal reinschauen. Into Detailing, auch da funktioniert der Versand sehr, sehr gut. Hat ein sehr spannendes, sehr breites Sortiment. Auch da könnt ihr euch das mal anschauen, weil die hauen zum Black Friday eigentlich auch immer sehr gute Rabatte raus. Und dann am Schluss, vielen, vielen Dank an dich, Michael, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, hat The Rack Company Europa, Achtung, Europa, nicht der deutsche Shop, das ganze Wochenende über 30% auf alles. Dort kriegt ihr unter anderem auch Optimum, wenn ihr das Optimum No Rinse zum Beispiel euch holen wollt als Trockenwäsche, zur Herstellung von Clay Loop. Die haben WoWos, die haben PNS, wenn ihr den Beatmaker mal versuchen wollt, aufpassen. Und die haben eben auch Mikrofaserprodukte für 30%. Das ist auch mehr, als man eigentlich das ganze Jahr über bei The Rack Company bekommt. Das war also die mehr oder weniger kleine Übersicht über die Black Friday Angebote, die es vor allem im Ausland, insbesondere in England, für euch geben wird. Dann würde ich jetzt sagen, holt eure Kreditkarte raus, bringt sie fleißig zum Glühen.
Teilt auch bitte unbedingt eure Erfahrungen mit uns in unserer Facebook-Gruppe unter Videos in Kommentaren, wie diese Produkte für euch funktionieren, weil das interessiert uns immer brennend. Vielleicht finden wir ja gemeinsam was, was unglaublich gut funktioniert und was ihr euch dann in einem zukünftigen Video wieder vorstellen könnt. Lasst uns einen Daumen nach oben da als kleine Anerkennung dafür und bis zum nächsten Mal. Servus! We'll be right back.